Moin Leute und herzlich willkommen zurück im 21. Part von Let's Play Uncharted Drake's Schicksal. Und es wird wahrscheinlich auch der letzte Part sein, denn wir sind im letzten Kapitel, und zwar im Kapitel Showdown. Aua. Ja, supi. Ballern mir hier gerade meine Deckung kaputt. So, auf den Kunden, da brauche ich gar nicht schießen, weil der eh sofort wegrennt. Oh oh. So, komm. So, jetzt komm, verpiss dich, Junge. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Munition. Ich hoffe, die haben jetzt hier gut was liegen. Komm, hä? Da. Wollte gerade fragen, wo ist denn deine Munition? Ach, du stehst einfach mal so offen oder was? Gönnst du dir das? So, komm, bumm, Junge. Ach, der ist noch gleich tot. Oh, fuck, Mann. Entschuldigung. Ich könnte mal eine Folge mit Niveau machen. Obwohl, nein, das ist ja langweilig. Boah, stirbst du auch mal, Junge? Geht doch. Fuck. Vielleicht wird's doch nicht die letzte Folge, wenn ich mich jetzt hier selten dämlich anstelle. Scheiße, nicht getroffen. Ah, komm. Geht doch. Was, Alter, Junge, übertreib nicht so. Meine Fresse. Bumm, Junge. Scheiße, daneben. Geht doch. So, jetzt schnell die Munition einsammeln. Und was mir gerade mal so einfällt. Hallo, gehst du da? Zurück, zurück, zurück. Oh, Mann. Kriege ich die verarscht? Scheiße, ich sehe hier keinen, wenn ich hier stehe. Hier liegt auch noch Munition, sehe ich gerade mal. Hat. Aua, 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 aua. Kommen da auf einmal wieder neue, ey. Er war schon tot. Was, da steht irgendwo noch einer? Ach da! Aua. Nein! Ah, du Huren. Na, na.
Ihr habt mich umzingelt! Er hat keine Chance! Du bist erledigt! Alter, das wird entweder eine lange Folge oder es ist doch nicht die letzte Folge. Alter Vater. Ach so, ja, steh einfach mal auf hier, Alter. Oh oh. Super, ich habe nur noch 7 Schuss, das ist natürlich super geil. Ja, 4 Schuss. Alter. So, geht doch. Meine Fresse. Scheiße, da hinten habe ich auch einen umgelegt. Brauch mal kurz deine Munition. Kommt gar keiner. Oh, Kollege. Oh, schipp doch, du Sau. So. Meine Güte. Komm. Uah, nicht runterfallen, Mann. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber hallo. Stirb doch, Mann! Na, ich darf keine 2 Sekunden rausgucken, dann ist direkt verloren. Mann, guck doch raus, Mann. Boah, endlich, mein Gott, ich glaube, jetzt hier ist auch ein Checkpoint. So, ich glaube, jetzt ist meine Knarre voll, ja. Quicktime Event! Oh, der ist immer noch nicht tot. Meine Fresse, stirb doch. Mann, komm. Oh. War jetzt selten dämlich. Er schießt nämlich immer 3-mal einfach blind und dann guckt er kurz hoch. Diese Stelle finde ich auch mega mies. Du bist schon halb tot, bis du hier mal in der Deckung bist. Raus.
Ja. Geht er natürlich genau dann kaputt, wenn er hochkommt. Das ist natürlich... Boah, Alter, ich hasse diese Stelle. Die ist einfach nur grausam. Das ist die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Wenn die Deckung nicht kaputt gehen würde, wäre das nur halb so schlimm. Ja, geh wieder kaputt, Alter. Fickt euch doch. Irgendwas trifft mich hier gerade. Mann, kannst du mal regenerieren? Oh, nö, 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 nö! Oh mein Gott, ey. Hab ich echt Granaten? Nein, natürlich nicht. Komm, verpiss dich, Mann. Boah, ja, jetzt fangen sie an zu tuben, Alter. Fick dich doch. Ist jetzt wieder ein Checkpoint, ey, sonst raste ich aus, wenn ich wieder sterbe. Du entkommst mir nicht mehr. Ach ja, jetzt kommt mir das. Aua. Oh nein, und jetzt? Du bist tot. Jetzt gibt's hier dick aufs Maul. Fuck. Ich bin doch schon direkt losgerannt. Willst du mich jetzt verarschen oder so? Ach, guten Morgen. Jetzt habe ich gepennt. Oh, war ich da gerade, der knallt mich schon wieder ab, ey. Hä? Ich hab doch... Alter, fick dich doch ins Knie, das nervt gerade richtig. Ah, er trifft... Alter, willst du mich verarschen? Er trifft mich. So, jetzt, Alter. Aber jetzt will ich das wirklich schaffen, ne? Drück schon mal Analogstick nach vorne. Nein! Jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Nicht schon wieder, aber ich habe mich... Diesmal habe ich mich wirklich verklickt. Scheiße. Okay. Letztes Mal habe ich... Oh, Mann, ey. Ich kotze gleich ins Essen, ey. Heute stelle ich mich echt blöd an. Ja, komm.
So, diesmal vergleiche ich mich aber nicht. Schlagen und dann Dreieck. Jawoll. Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen es bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Ja, das war's dann auch mit diesem Let's Play. Ich bezweifle jetzt, dass ihr den Abspann unbedingt sehen wollt. Ich kann da noch mal ein bisschen schnell was sagen. Ich bezweifle zwar, dass ich den ganzen Abspann palabern kann, aber so ein bisschen und dann, keine Ahnung, schneide ich den Rest nachher raus. Wie schon gesagt, ich bezweifle, dass ihr ihn unbedingt sehen wollt. Ja, auf jeden Fall, Uncharted immer noch eins der geilsten Spiele für meinerseits. Also ich finde es einfach geil. Wo ich sagen muss, der zweite ist ein Ticken geiler, aber ich habe gedacht, ich fange jetzt nicht mit dem zweiten an, sondern mit dem ersten. Vielleicht spiele ich ja irgendwann auch nochmal den zweiten, wenn ich gerade so, ich sag mal, gähnende Leere habe. Herrgott, sprechen ist schon schwer. Was weiß ich, weiß gerade nicht, was ich machen soll. Dann kommt vielleicht mal der zweite dran. Und vielleicht halt irgendwann auch nochmal der dritte. Mal gucken, das wird dann alles, denke ich mal, sehr, sehr spontan sein. Aber für alle Leute, die eine PS3 haben, ist der Titel einfach nur zu empfehlen. Er ist einfach nur geil. Mehr kann man da nicht zu sagen. Es ist zwar an sich, wenn man es so betrachtet, 0815-Ballerei, aber ich finde den Charakter und die Story einfach auch geil. Und es ist einfach dieser Humor teilweise, der richtig geil ist. Und es ist einfach, wie schon gesagt, ein Spiel, das man, wenn man eine PS3 hat, gespielt haben muss irgendwie, oder zumindest jetzt das Let's Play geguckt haben muss, finde ich zumindest. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht groß zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ach, was ich noch ganz vergessen habe, was ich auch nochmal schnell sagen wollte. Ich habe ja schon vor eineinhalb Monaten auf jeden Fall, glaube ich, das letzte Mal gesagt, dass Mitte Juni ein neues Let's Play kommen wird. Das wird jetzt am Freitag starten. Und ich freue mich schon tierisch auf dieses Let's Play. Ich freue mich tierisch auf dieses Game. Es ist übrigens auch ein Spiel von Naughty Dog, also auch von den Uncharted-Machern. Und zwar The Last of Us, ein PS3-Exklusivtitel. Es ist so ein Endzeit-Gedöns.
So ein bisschen DayZ, wenn man möchte, mit Story. Auf jeden Fall freue ich mich da schon tierisch drauf. Und ich hoffe, dann werdet ihr euch das auch angucken. Und findet das dann genauso geil wie ich. Das Spiel soll angeblich 17 Stunden lang sein, also die Kampagne, je nachdem wie man das natürlich spielt, aber 17 Stunden, das ist schon nicht schlecht. Ich habe dann über den Daumen gepeilt, wie viele Parts das wären, weil ich ja immer so 15 bis 20 Minuten Parts mache, das wären irgendwie so 50 bis 70 Parts. Grob über den Daumen gepeilt, je nachdem wie lange ich die jetzt mache. Da ich nie wirklich genau 15 Minuten Parts habe, werden es wahrscheinlich dann keine 70, aber ich denke 50 Parts. Wenn es nicht gelogen ist, dass die Story wirklich 17 Stunden geht, dann ist das ein gutes Let's Play. Also da kann man da nichts sagen. Vor allem heutzutage, Story geht ja meistens dann immer nur so ein paar Stunden. Und 17 Stunden, das ist schon nicht schlecht. Naja, aber nichtsdestotrotz, das wollte ich jetzt nur nochmal zum Schluss loswerden. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Let's Play wieder ein. Macht's gut und Bananarama.